Kätzchen. Kätzchen. Komm zu mir kuscheln. Komm her. Cosmo. Cosmo. Komm her. Hier. Hier kuscheln. Hier Platz. Komm. Komm schon. Sei nicht so. Komm, ich krabbel dich auch. Komm, zusammen ist schöner. Dann musst du da nicht alleine liegen. Ist der Bollo hier irgendwo? Cosmo, komm schon. Komm zu mir. Sei nicht so böse. Komm, sei nicht so. Komm her, Katzi. Warum willst du nicht mit mir kuscheln? Hä? Böse, böse, böses Kätzchen. Kommst du jetzt kuscheln? Dann komm her. Komm. Kätzi. Komm. Hier. Komm, Platz. Ich zähle jetzt bis 3. Und wenn du bei 3 nicht auf der Couch bist, ach, vergiss es. Endlich, endlich kommt das Kätzchen kuscheln. Ich dachte schon, heute wird das nichts mehr. Ja, siehst du, ist doch voll schön. Reißt dir nicht die Krallen raus. Ja, weil es weh tut. Okay? Bist du soweit? Gut. Möchtest du rausgehen? Guck mal, wie schön die Sonne draußen scheint. Ja, das wollen wir uns mal nicht entgehen lassen, nicht wahr? Komm, wo ist dein Geschirr? Diese Pflanze wuchert und wuchert und wuchert. Er war so klein, als wir ihn geholt haben, und jetzt ist er schon so riesig. Ja. Wo ist er? Ich muss mal kurz gucken, ob das hier noch feucht ist. Oh ja, der braucht kein Wasser. Nee. Ja, wo ist dein Geschirr? Hä? Und wo ist dein Bruder? Der hat sich schon wieder hingelegt. Ja, wo ist sein Geschirr? Diesen Staubsauger, ich habe einfach keine Lust, ihn wegzuräumen. Deswegen steht er da, weil ich die ganze Zeit irgendwie was aufsaugen muss. Immer. Die ganze Zeit ist irgendwas. Entweder die Katzen haben gespielt und da fliegt irgendwie Fell oder irgendein Müll. Und deswegen habe ich keine Lust, ihn wegzuräumen. So. Wollen wir das anziehen? Ja? Dann geh doch nicht weg. Ja, was, wie soll ich denn da hinkommen? Ja, angezogen. Jetzt komm. Wetten, sobald Apollo hört, dass die Tür auf ist, kommt er von oben angerannt? Noch nicht. Na komm, guck mal, wie schön es ist. Richtig schön sonnig und warm. Brauchst auch keine Angst zu haben. Es ist ein bisschen laut draußen. Komm. Nein, 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 nein. Komm, 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 komm. Siehst du? Und wenn du dich nicht vor jedem Geräusch erschrecken würdest, dann könntest du ganz viel Zeit jetzt draußen verbringen, weil es nämlich super schön ist. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber da oben, oh, ich weiß nicht, ob man das sieht. Ich sehe da Apollos Puschel oben liegen. Er schläft. Und denkt auch gar nicht dran, runterzukommen. Oh, da bist du. Ach ja, ach wie schön. Es ist so frühlingshaft irgendwie. Das ist richtig cool.
Ah, ich glaube die Müllabfuhr, oder? Ja, die Müllabfuhr. Erschreck dich nicht, Katzi. Brauchst keine Angst haben. Okay. Angst. Ja, nicht, dass das kleine Kätzchen noch mitgenommen wird, ne? Das wollen wir ja nicht. Dann wollen wir lieber hier spielen, wo es nicht so sonnig ist, aber dafür leiser. Ja. Okay, ich lasse dich jetzt hier alleine, ja? Ich gehe wieder rein. Und Apollo? Apollo liegt da immer noch, oder? Ja, er liegt da immer noch. Was ist? Hm? Wolltest du reinkommen? Ist doch so schönes Wetter draußen. Die ist langweilig alleine, ne? Du wolltest, dass Apollo mit rauskommt, oder? Ja. Ach, Baby. Er schläft aber. Er ist ein müdes Kätzchen. Musst du alleine spielen. Guck mal. Womit können wir dich denn beschäftigen, hm? Soll ich mal so ein Bällchen rausholen oder ein Papier? Ja? Irgendwas werfen? Hier, ich habe eine bessere Idee. Wir lassen mal den Vogel fliegen. Hm? Was hältst du davon? Ja? Hier. Ja, das gefällt dir, ne? Wow! Das war ja ein Riesensalto. Tja, endlich können wir draußen spielen. Hier bin ich. Vielleicht bist du ja dann auch gleich müde. Oh, so böse. Böses Kätzchen hat Vögelchen gefangen. Ich müsste nämlich noch arbeiten. Aber Beschäftigung der Katze geht natürlich vor. Nicht wahr, Kätzchen?